Hallo, auch wieder herzlich willkommen zum Losung und Lehrtext Treffen. Heute ist wieder ein wunderschöner Tag und es ist ein Tag, an dem wir auch wieder vom Psalmisten aufgerufen werden, etwas ganz Wesentliches und wirklich Wertvolles zu tun, etwas, was wir aller Wahrscheinlichkeit, wenn ich die Schrift richtig verstehe, was wir auch in der Ewigkeit tun werden. Ja, was kann das wohl sein? Ich glaube nicht, dass wir da anfangen werden, da große Bitte-Listen, tue dies und tue das und bitte schenk dies, oder ich glaube, da wäre unser Herz mit und unser Leben, unsere Existenz, unsere Ewigkeit mit was ganz Wesentlichem erfüllt werden. Aber wir werden auch jetzt schon aufgerufen, uns darin einzuüben. Nun, vielleicht wunderst du dich, ja, wovon redet er jetzt? Was will er denn eigentlich? Ne? Nun, da komme ich gleich zu dem Eigentlichen, was ich will und was wir auch in der Ewigkeit in einer Vollkommenheit tun werden. Und da heißt es: Lobt den Herrn, alle Völker, rühmt ihn, ihr Nationen alle. Psalm 117, Vers 1. Also, es wird einmal die Zeit oder das Sein, wo das wirklich auch in Erfüllung gehen wird, wo die ganze Welt Gott lobt und rühmt und wo einfach kein Platz mehr da ist für Gottlosigkeit, sondern der Herr wird gelobt. Alle Völker heißt es da. Und rühmen, was heißt denn? Rühmen heißt unter anderem einfach den Herrn hochheben und anbeten und bewundern und staunen und ja, ich finde eigentlich keine Worte dafür. Wenn du jemand rühmst, dann hast du irgendeinen Grund dafür, dass dich erfreut hat oder ja, dass dir was gegeben hat. Und da haben wir mehr als wie einen Grund, um Gott zu rühmen. Ja, und alle Nationen werden es auch tun. Die Menschen sprachen am Pfingsttag aber, jetzt zum Lehrtext: Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Apostelgeschichte 2,11. Also da rühmten sie auch im Neuen Testament die geisterfüllten Menschen, die Jünger, die plötzlich mit Gottes Geist erfüllt wurden und nicht anders konnten, als wie Gottes Taten rühmen. Es war schon etwas, was die Leute verstanden haben. Es war nicht irgendwie ein unverständliches Ausstoßen von verschiedenen Lauten, wie das bei manchen auch so gesehen und praktiziert wird, sondern hier waren es tatsächlich Sprachen, die andere, die von diesen Ländern kamen, verstanden. Und was haben sie da verstanden? Nun, die großen Taten, die Gott getan hatte. Also, die Menschen sprachen am Pfingsttag, heißt es. Wir hören sie in unseren Sprachen. Was hörten sie? Die großen Taten Gottes verkünden. Was konnte das gewesen sein? Nun, ich glaube einfach schon einmal alleine die Auferstehung Jesu, dass Jesus den Tod besiegt hatte, dass Jesus Mensch geworden ist. Oder vielleicht auch sogar von der Geschichte, von der Freisetzung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft. Oder wie der David einfach den Goliath bezwungen hat. Da gab es so viel, was Gott gewirkt und bewirkt hat durch andere Menschen. Und diese großen Taten haben die Menschen, die voll Heiligen Geistes waren, proklamiert. Die Überlegung ist, und nicht uns zu Unrecht, was proklamieren wir?
Wovon reden wir, wenn wir mit anderen Menschen über Gott reden? Nun, lasst uns auch heute aus Gottes Wort ermutigt werden, von Gottes großen Taten zu reden, sie zu proklamieren. Und auch in der Weise, dass es die Menschen auch verstehen und suchend werden. Und das heißt ja, die suchen, die werden auch finden. Das ist ein Grund, warum Menschen, die schon die Wahrheit in Jesus erkennen dürften, warum sie noch da sind, damit auch andere davon erfahren und möglicherweise auch gerettet werden. Ja, ich wünsche dir heute auch wieder einen guten und auch einen schönen Tag. Und schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, diese Augenblicke dabei zu sein. Servus.